Okay, so, wir brauchen einen nächsten Wegweiser für, damit wir zu Werner Roche reisen können. Nein, wir können da, denke ich, nicht hinreisen. Weil wir da noch nicht waren. Aber wir können in die Nähe reisen. So, da drüben war irgendwo ein Wegweiser, bei dem, mit dem man halt. Kann man mit dem reden? Mit dem Typen hier? Weißer? Hexe! Hexe! Verbrennen! Hexe! Was ist das hier? So, hier ist der Wegweiser irgendwo. Da ist er doch. Hallo. Okay, so, jetzt gibt es eine Reise nach unten. Aha, also hier in die Nähe. Hier ist das Lager der Widerstandskämpfer. Anwesend der Wegelbohnen. Was hatten wir dorthin? Ja, die Loge der Zauberin ist eine politische Geheimverbindung der weltweit mächtigsten Magierinnen. Okay. Ja, so. Blitze. Wir müssen zu Werner und Roche. Ins Lager der Widerstandskämpfer. Mann, hier waren wir doch noch gar nicht. Also hier waren wir doch schon. Ah, ich erinnere mich. Hier war die Party. Mann, sieht alles so nice aus beim Sonnenuntergang. Alter, richtig nice. Richtig nice. Dafür hat man bezahlt. Für so einen Anblick hier. Zerstuhlen. Wo reiten wir hin? In die falsche Richtung? Kann das sein? Ah, wir haben hier einen neuen Wegweiser. Oh, nice. Okay, das heißt, wir müssen noch in diese Richtung. Ab zum Sonnenuntergang. Hexe im Sonnenuntergang. Okay. Jetzt reisen wir doch in die falsche. Wir müssen hier hin. Hier irgendwo ins Nichts hinreiten, wo die Straße nicht hinführt. Ganz versteckt. Weil das sind Widerstandskämpfer. Die müssen sich geheim halten. Nice. Alles klar. So, wir laufen jetzt auf jeden Fall nach links. Und dann wieder nach links. Und hier sollte schon eine Straße vorhanden sein. Alter, plötzlich. Jetzt weiche ich nicht von der Straße ab. So, und in dem Straßenverlauf weiter folgen, bitte. Ja, verdammt. Wir waren doch auf der richtigen Spur. Versteck, demerischer Freischärler. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Was machst du hier? Aus dem Weg. Nein, was machst du hier? Verstehe. Und hinter dir? Ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein, Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Du lässt mich schreien sofort. Muss gestehen, ich bin amüsiert. Nein, du lässt mich schreien sofort, du Hurensohn. Ich gehe jetzt ins Lager. Ja, geht klar. Und du suchst jetzt Nashornvögel. Stimmt, das mache ich. Stimmt, das mache ich. Wie heißt der? Wie heißt der Typ? Hortensio, okay. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Zum Teufel mit den Schwarzen. Meine Aha. Kehle ist trocken. Knochen trocken. Okay. Gerald van Riva. Gesund und munter. Werner Roche. Die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur. Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen. Ich... Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben. Bitte. Wir sind fertig. Wegtreten. So, und was treibst du ja so, Hauptaufgabe, such nach Willi, auch Hurensohn Junior genannt. Und was treibst du hier so, wie hat es dich hierher verschlagen eigentlich? Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich, ihren Resten jedenfalls.
Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen. Bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur 2. Temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Aha, okay. Und was treibst du hier zurzeit so? Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Ja, für Temerien! So, ich suche nach Willikumpel, Alter. Auch Hurensohn genannt. Auch Hurensohn Junior genannt. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt, in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ah, nice. So, für Frosch bei der Brücke in Ochsenfurt. Aha. So, da läuft Rosch. Wir müssen noch dem folgen jetzt, oder? Kann das... Oh, verdammt. Wir müssen dem folgen. Triff Rosch. Finn Junior, triff Rosch. Bei der Brücke in Ochsenfurt. Los, los. Ah, wie ich das liebe. Oder auch nicht. Oh mein Gott, der ist viel zu langsam, der Wichser. Komm, beeil dich, Alter. Jetzt gib mal Gas. Mein Gott. Jetzt müssen wir hier im Tritt am Trappen. Oder heißt das Trappen? Keine Ahnung. Ein bisschen herumdüsen. Ich sehe da Feinde. Können wir schießen? Oh oh, oh oh, oh oh. Was? Was? Nashornvögel? Was? Was? Nein? Chillig. So, wir reiten auf jeden Fall hier weg. Oben. Alter, wo reitet der hin? Nicht auf der Straße, Digga. Kennst du was wie Straßen? Ja? Kennst du was wie GPS hier? Witcher GPS? Ja, der ist halt kein Hexer und so. Deswegen weiß er nicht, was das ist. Aber ja. Wir folgen ihm einfach und hoffen doch, dass er es drauf hat. Oder zumindest haben sollte es drauf. So, Ochsenfurt. Weißt du, schon hier? Was? Einfach so mal Pferd stehen lassen. Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Kein Problem. Wer ist eigentlich dieser Kontakt? Dein Kontakt. Wer ist das? Schlüpfriger Kerl. Wären die Umstände anders, hätte ich nichts mit ihm zu tun. Heißt das, dass du ihm nicht vertraust? Ich vertraue niemandem. Auch dir nicht. Okay, na gehen wir. Gehen wir. Alter Digga, come on, jetzt folgen wir dem. Oh mein Gott, Digga. Oh, jetzt rennt er auf einmal. Irgendetwas stimmt nicht. Dann lass es uns rausfinden.
Schach. Matt. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, dass es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Frag mich nicht. Um Zeit zu schlagen, um Gesellschaft zu haben, keine Ahnung. Ja, eigentlich keine Ahnung, aber... um die Zeit totzuschlagen. Um Zeit totzuschlagen? Ich habe keine Zeit zu vergeuden, geschweige denn totzuschlagen. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam! Tadam, tadam, ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Nö. Nein, ich verstehe es nicht, Kumpel. Nein, ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht, weil du kein König bist. Bauern sehen nur die Kameraden an ihrer Seite und ihre Gegner auf dem Feld gegenüber. Ein König sieht das Schachbrett anders. Seine größten Feinde umgeben ihn. Die eigenen Figuren können ihn einsperren. Und das bedeutet Schach und Tod. Weißt du, Hexer, Schach ist die Kunst, die eigenen Figuren zu opfern. Verstehst du es jetzt? Ja, also ich weiß, dass man bei Schach seine Figuren opfern muss manchmal. Nee, komm, erklär es mir mal weiter, Kumpel. Nein, ich verstehe es immer noch nicht. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Ich hatte keine Ahnung, dass ich einen König treffen würde. Definitiv. Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann, sollte man es meiner Meinung nach tun. Okay, ist nicht etwas gefährlich, aber egal, ich suche nach Hurensohn Junior. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanien ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Halt einen Hurensohn. So, warum liefert ihr mir Willi aus? Ich weiß diese Geste zu schätzen, aber warum liefert ihr mir eigentlich Willi aus? Ihr überlasst mir einfach den Mann, in den ihr Zeit und Geld investiert habt? Warum? Sieh es als Geste des guten Willens, zumindest fast. Dafür erwarte ich einen Gefallen von dir. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Alles klar. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt. Mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt.
Komm zu mir ins Lager. Dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Roche. Oh, wow, 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 wow. Es werden Bitches gebankt. Was ist die nächste Bitch? Ja. So, Pferd steigen. Okay, das ist nicht unser Pferd. Hallo, Plätze. Ja, alles klar, narrensichere Methode. So, Plätze, narrensichere Methode, um irgendwann zu... Was? Die Bahn von Novigrad, etwas ist gescheitert. Was? Wieso das denn? Hm, verstehe ich nicht. Ist egal. Ist egal, ich habe eh keinen Bock drauf. Was? Wir müssen hier lang. Hast du's eilig? Ja, ich hab's eilig, Alter. So, wir müssen hier hin. Gib Gas. Du verpisst euch. So, 80 Meter. Aha. Ja, wieder mal sehr, sehr freundliche Kommentare von Leuten hier. Sehr, sehr freundliche. Aber das liegt auch daran, dass sie im Dreck leben. Wie Schweine. Ist halt Standard hier im Mittelalter und so weiter und so fort. Oder halt hier im Witcher-Universum. Einziger ist rausgekommen. Was? Der Boss hat einen unersättlichen Appetit. Sie kreischen, als ob eine Sau abgestochen würde. Also, ja. Gegen eine kleine fleischliche Ablenkung hätte ich auch nichts. Mhm, ja. Was für ein Hurensohn, dann bringt die Schlampen um. Was für ein Hurensohn.